Freitagabend, BV Kloppenburg, DB Uphausen. Nach einem dramatischen Saisonstart ist der BV Kloppenburg seit 3 Spielen ungeschlagen. Ein Heimspiel-Remis und dann ein Remis auswärts, letztes Spiel gegen Solingen, davor gewonnen. Also 4 Punkte aus den letzten 2 Spielen, 5 aus den letzten 3 Spielen. Trotzdem nur 214 Zuschauer. Viel zu wenig für einen Oberligisten. Doch der BV Kloppenburg weiß, dass sie jetzt noch viel tun müssen, um das Vertrauen der Fans wieder zurückzukriegen. Man konnte am Freitag anfangen mit dem ersten Heimsieg dieser Saison. Eine unmögliche Aufgabe war das nicht, denn der TB Uphausen lag nur ein Punkt vor auf der BVC in der Tabelle. Auch Uphausen hat einen falschen Start, doch gewann die 2 letzten Spiele. Also 6 Punkte aus 2 Spielen. Damit ein Punkt vor auf der BVC. Jetzt zum Spiel. Das ist Kotuljak, wird gefoult. Es war knapp außerhalb. Freistoß und nicht verwertet. Freistoß Janis Becker. Kopfball, ballig im Tor, doch Schiedsrichter Daniel Flettermann hatte ein Foulspiel gesehen. Dann Freistoß Christian Wellen über das Tor. Angriff Uphausen. Tobias Esche. Linken Ball zu Ayub Rosch. Und was macht er? Sucht den Körper von Benny Bungo und springt nach vorne. Schiedsrichter Flettermann gibt einen Elfmeter. Erste Fehlentscheidung in diesem Spiel. Wir sehen es jetzt nochmal in Zeitlupe. Da passiert nichts. Sucht der Körper und springt nach vorne. Im Kunsttauchen war das ein 6.0. Janis Becker packt das Geschenk aus. 1:0 TB Uphausen. Und etwas sagen am Spielfeldrand darf auch nicht mehr. Gut, es stand 0:1. Ein Sieg war noch weit weg. Leon Wallis, Sebastian Plog. Ein Ball ohne Ziel. Das passte genau zu diesem sehr schwachen Spiel. Doch dann aufgepasst. Der Ball kommt zu Marius Krumland. Der schießt. Geblockt, sollte Ecke werden. Und was tut Torhüter Kevin Kohlfeld? Schenkt Benny Bongo der Ball und das konnte er mit dem Auge zu 1:1. Es war ein Comedy Capers artiger Fehler von Kevin Kohlfeld und er wird sein letztes Spiel in der ersten Mannschaft gespielt haben, so sagte Trainer Benedetto Musicato auf der Pressekonferenz. Im nächsten Spiel steht ein anderer Torhüter unter die Latte, aber auch Benedetto Musicato ist nicht mehr dabei. Ein Tag nach diesem Spiel unterschrieb er einen Vertrag bei der BSV Reden. 37. Minute. Can do. Benny Bongo. 1:1. 2 Geschenke. Das erste Geschenk, das Tor von Uphausen, war ein Geschenk von der Schiedsrichter. Und der Ausgleich war ein Geschenk von Torhüter Kevin Kuhfeld. Kurz danach sah der BVC-Abwehr nicht gut aus und fasst das 1:2. Und noch eine Ecke der TB und wurde wieder gefährlich, doch letztendlich konnte der BVC klären. So blieb es nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit 1:1. Der BVC kam aggressiver aus der Kabine und der erste Schuss Benny Bungo knapp über das Tor. Und in der 52. Minute fällt David Niemeyer verletzt aus
und vor ihm kam Ex-Wildeshausener Tom Schmidt ins Spiel. Efkan Erdogan spielt auf Ayub Rocht. Sein Schuss war ohne Gefahr. Dann der BVC wieder im Angriff. Benny Bungo wird gefault. Und aufgepasst, Freistoß ausgeführt durch Christian Wellen. Und der Pass unter die Latte. Aber die Frage ist, war der unhaltbar für Kevin Kuhfeld? Sein Trainer meint vor nicht. Er sagte, der konnte er auch halten, kam recht auf ihm ab unter die Latte. Gut, es steht 2:1 für der BV Kloppenburg. Und man freute sich. Es war nur eine halbe Stunde zu spielen. Der BVC führte. Das passiert letzte Zeit nicht so oft. Burak Yigit. Ausfiel Marius Krumland auf Kerem Sahan. Ein kampfbetontes Spiel. Man schenkte sich nichts. Außer die Toren, aber man war fair und hatte Respekt voneinander. Niedrig Bangma, ohne Probleme. Janek Jakobs. Legt den Ball gut vor und Mike Nierling vergibt eine hundertprozentige Chance. Das wäre wahrscheinlich die frühzeitige Entscheidung gewesen. Der BVC verteidigte die Führung nicht, blieb im Angriff. Wollte jetzt 3:1 und hier war es fast soweit. Tom Schmidt verfehlte das Tor. Dann Opposen und... Ausgleich, doch wird nicht gegeben. Meiner Meinung nach auch eine Fehlentscheidung. Beim Spielen von der Ball stand der Spieler von Opposen nicht im Abseits. Glück für den BV Kloppenburg. Und kurz danach nochmal großes Glück, Lattenschuss. Dann der BVC Mike Nierling. Versucht ein Schuss. Der Ball ging Richtung Stadtmitte. Ein Kurs vom Ende. Der spielt doch so viel Zeit neben der TBA Opposen. Es war gerade, ob sie führten. Und dann geht's endlich weiter. Doch es passierte nichts mehr. Der BVC hatte seinen Heimsieg 2:1, etwas glücklich. Es war ein schwaches Spiel, doch es sind 3 Punkte für der BVC. Wir sehen jetzt Pressekonferenz. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Niederländer. So, liebe Zuschauer, wie immer. Herzlich willkommen im Sitzraum vom BVC. Heute mal ein paar zufriedene Gesichter hier sehe. Ne? Das ist auch mal schön. 2:1 Endstand. Und wir begrüßen auch natürlich unseren Gästetrainer Benedetto Muzzicato. Der war ja auch schon öfter hier, kennt sich hier auch schon aus. Ja. So, ein paar Worte zum Spiel bitte. Abend. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube einfach, dass die eine clevere Mannschaft gewonnen hat, aber es fing ja alles damit an, dass unser Torwart dieses Geschenk mitgebracht hat, dass es sich durch die ganze Saison zieht.
mit unseren Keepern, dass ich diese Niederlage ganz klar unseren Torwart ankreide, genauso wie beim Freistoß auch, dass ein Ball eben halt hart aufs Tor kommt, das ist alles okay, aber so zentral, so schlecht auszusehen, spricht nicht dafür, dass ich die richtige Wahl getroffen habe, was den Torwart angeht. Aber sonst vom Spiel war das, glaube ich, ein Spiel auf einem Level. Kloppenburg hat nicht viele Chancen gehabt, wir hatten nicht viele Chancen, am Ende ein bisschen Pech gehabt mit der Latte. Aber am Ende des Tages ist es einfach ein verdienter Sieg, wenn man sieht, was ein Torwart so alles ausmacht. Und wie gesagt, das ist nicht das erste Mal die Saison. Und ich gratuliere zum Sieg und ich glaube, dass das trotzdem für beide Teams keine leichte Saison wird. Ja, da glaube ich, hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das kann man so sagen. 3 Euro des schwarzen Schwein. Habe ich nicht dabei. Gut, dann Peter Kosturkow. Aber eins muss ich dir mal sagen, wenn du kein Bier trinkst, weiß ich nicht, wie lange du hier noch Trainer bist. Ich trinke nachher. Ich trinke nachher, ja. Ich kann auch Schnaps trinken, wenn ihr könnt. Wodka. Okay, ja. Ja, war ein wichtiger Sieg, klar. Ich habe vor dem Spiel schon gesagt, es ist in der Liga meine Meinung, dass 10-12 Mannschaften ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Und dann wird immer oft solche enge Spiele werden. Und dann gewinnt die Mannschaft, wo immer weniger Fehler macht, wie meine Kollege gesagt hat, und immer 100% bis zum Ende dabei bleibt. Erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Gleich am Anfang haben wir mehr vom Spiel gehabt, nachher war ausgeglichen, war natürlich nicht einfach zu verteidigen. Der Gegner hat relativ schnell mit langem Ball gespielt, dann mit 5 Leuten hoch gestanden und dann jeder zweite Ball war brandgefährlich. Wenn eine Stellung fehlt, dann wäre kann Chance für den Gegner kommen, ganz klar. Darum musste man hundertprozentig konzentriert sein. Was mir gefällt heute ist, dass wir sind auch in Sulingen wieder zurückgekommen nach 0-1. Die Mannschaft hat Moral, das zeigt sich auch. Jetzt letzte 4 Spiele haben wir, wie viel? 8 Punkte. Gut, vorher haben wir keine gehabt, ist nicht schwer zu rechnen. Natürlich bin glücklich. Bin glücklich, das war gegen Tabelle Nachbar, 6 Punkte Spiel. Wenn wir verloren hätten, wären wir 4 hinter, jetzt sind wir 2 vorne. Und dann müssen wir immer von Spiel zu Spiel denken und unsere Mannschaft ist so aufgestellt, dass wir müssen jedes Spiel 100% geben, dass wir 3 oder 1 Punkt holen. Danke. Okay. Sind noch Fragen zum Spiel, Nordwestheilung, Bernd? Ja, ich gucke manchmal auf transfermarkt.de. Ich muss mal Herrn Muzzicato noch mal fragen. Alati Berry und Yannick Wetzel werden wichtig, aber Alagi hatte jetzt über einen längeren Zeitraum krankheitsbedingt Virus, konnte noch gar nicht mit der Mannschaft trainieren, war einmal kurz da, ist 20 Minuten laufen gewesen und dann war ihm 3 Tage schwindelig. Und der Yannick Wetzel wird die Nummer 1, hat das Potenzial dazu und deswegen haben wir am Deadline-Tag halt noch da zugeschlagen. Aber der auch, ich glaube, der war in den 3 Wochen, wo er jetzt da ist, 3-mal da. Krankheitsbedingt nicht. Und wir hoffen einfach, dass es nächste Woche, also Alagi fängt am Montag an, Yannick ist wieder eingestiegen, nächste Woche spielen wir Donnerstag gegen die Polizeinationalmannschaft als Test und da soll der Yannick dann da die 90 Minuten mal bekommen. Also es ist so wahr, also es sind keine Windeier, das ist tatsächlich alles so jetzt verstrickt ja. Und so weiter. Nee, aber wie gesagt, also wenn sie nicht fit sind, da achten wir schon drauf und wie gesagt, das wird. Ich habe noch eine Frage an, vielleicht auch an beide Trainer, aber wo war heute die Ballruhe? Der Ball muss einem ja leid tun, das war ja wie so ein Flummi. Müssen wir daran arbeiten. Ja. Wie gesprochen, in Sulingen war auch so. Und nicht gegen Gifhorn, zweite Halbzeit, habe ich gesprochen, gestern war. Ja, die Schwäche müssen wir verbessern und die gute Sache müssen wir festigen.
kann ich nichts anderes sagen. Ne? War die Ballruhe war die da. Warum annehmt ein Kontakt und dann zum nächsten Pass und genau. Man geht in Arbeit, man geht in Arbeit und niemand stört und bringt nicht immer die gleiche Leistung. Und beim Fußball ist versucht der Gegner auch zu stören und dann, wenn man unruhig ist, wenig Punkte hat, junge Spieler ist, dann kommen die Fehler. Ja? Müssen wir dran arbeiten und dann hoffen wir, dass das besser wird. Aber Sie waren ein großer Mitfielder, ihr auch. Ja, sag jetzt was. Okay. Was sag jetzt was. Richtig. Und war auch fußballerisch das schlechteste Spiel bis jetzt. Aber ich habe den Platz, ja, ich habe den Platz in Kloppenburg noch nie so schlecht gesehen. Oh, und das hat der Essenbrecher auf und fast gestellt. Ja, das ist einfach so. Also das ist schon schwierig. Und gerade wenn du dann eben halt eine Mannschaft hast, wo, wie der Kollege gesagt hat, 6 Punkte spielen, beide versuchen ein bisschen Druck zu machen. Ballannahme, da haben sie dann eben halt schon ein Problem. Ja, unser Trainingsplatz ist besser. Aber das soll keine Ausrede sein. Also es war einfach heute auch ein Kampfspiel, das ist einfach so. Und wie gesagt, mit Geschenken aus Opposition. Ja, da muss ich Benedett natürlich recht geben. Der Platz sieht von Weitem immer sehr gut aus. Wirklich sieht von Weitem sehr gut aus. Aber das ist richtig auf Deutsch. Nee, der war ja auch jahrelang der Beste, ja, so ja, in der Regionalliga. Ja, und jetzt ist der wirklich, deswegen sieht manchmal für die Zuschauer aus, Mensch, kann der keinen Ball stoppen, aber das ist manchmal, das ist Wahnsinn. Muss man einfach mal drauf gehen auf den Platz, dann sieht man, was das, wir fahren ehrlich, es ist kein Witz, ist ja für beide Mannschaften. So, sind sonst noch Fragen? Gut, dann können wir die PK beschließen. Wir wünschen den Opposern und uns natürlich auch, dass wir beide nicht absteigen, weil drin bleiben. Und Benedetto, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. Ciao. Liebe Zuschauer und Ihnen ein schönes Wochenende.